Es gibt auf dieser Welt Ankündigungsweltmeister, ich nenne keine Namen. Es gibt Unternehmen, die verkaufen mit Mühe 80.000 Autos pro Jahr. Volkswagen 11 Millionen in dem Jahr. Willkommen zu einem neuen Video. Mittlerweile soll es ja jeder mitbekommen haben, VW zu reformieren ist nicht so einfach. Daran sind schon viele Topmanager gescheitert. Einer davon war der Herbert Diess. Ja. Und es lag nicht nur an der Software. Nee. Und wie der Olli letztens meinte, das Dach brennt lichterloh, wie groß das Feuer wirklich ist. Aber mittlerweile soll es, glaube ich, jeder mitbekommen haben, VW braucht ca. 4,5 Milliarden. Die haben sie gerade nicht, die sind nicht ausgelastet, die Werke. ID-Modelle kommen nicht so an, wie es ist. Und traurig aber wahr, ich denke, 20% der Belegschaft muss früher oder später bei VW gehen, weil lieber 80% retten, statt 100% riskieren. Ich selber komme ja aus Zwickau und ich muss sagen, ich war schon oft in dem Werk gewesen, coole Arbeitsbedingungen, alles schön. Das Problem ist nur, aktuell arbeiten glaube ich über 10.000, ich weiß nicht, 12.000 Leute sind dort angestellt. Jetzt nicht nur die Autos zusammenbauen, alles mögliche, was dazugehört. Kantine, Hausmeister, Dachdecker, alles sind Riesenwerke. Und das Problem ist eine Sache, wenn bei VW, oder besser gesagt das VW-Werk in Husten hat, dann haben die anderen eigentlich gefühlt fast eine Lungenentzündung. Und aktuell hat VW fast eine Lungenentzündung und es bedeutet, die restlichen müssen halt sterben. Man glaubt es nicht, aber Zwickau ist jetzt so schon wirklich, wenn ich jedes Mal dorthin fahre, muss ich sagen, ist es immer trauriger, wie es dort wird, weil man sieht nur einen Bahnhof, der aussieht wie so ein Zweiter Weltkriegsbahnhof, wo halt ganz viele Elektromodelle vorbeifahren. Ich finde immer den Kontrast immer so krass, weil in Zwickau wird einfach dort die Zukunft vom Automobil gestaltet. Zwickau hat, glaube ich, auch 1,2 Milliarden in das Werk investiert. Das ist ein reines E-Werk, super cool. Wirklich, da ist einfach Zwickau vorne dran. Das finde ich nach wie vor immer noch sehr, sehr cool. Nur leider sind halt ja, die ID-Modelle, was verkaufsmäßig angeht, hinter einer Wartung geblieben. Waren halt auch wirklich viele Probleme, die dazukommen, ob es Chipmangel war oder was war es noch gewesen. Kabelbäume, dann kam Corona, alles Mögliche. Das hat halt wirklich alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Wie gesagt, kann ich voll nachvollziehen. Ist traurig, aber wahr. Die ursprünglichen Probleme für die ganzen ID-Modelle war halt verkaufsmäßig, sind die halt einfach hinter ihren Erwartungen geblieben. Die VW-Käuferschaft ist eher, glaube ich, konservativ eingestellt und die ID-Modelle, ich persönlich fahre ein ID3, fand das Design von ID3 schon gut. Also mir hat er gut gefallen. ID4, ID5 weniger, ID7 wieder mehr. Und aber ich weiß, dass die ID-Modelle bei den Leuten einfach nicht so ankommen. Beziehungsweise die Preise auch von den Autos. Ich rede jetzt mal von meiner Zwickauer Gegend, auch wenn ich da nicht mehr wohne. Aber die Leute im Werk ist so 50-50. Manche finden es cool, manche sind komplett dagegen. Gibt es halt leider alles. Verstehen kann ich es persönlich nicht für die Leute, die dagegen sind. Aber einfach nur da, weil sie den Beruf gelernt haben und man da halt einfach mit Abstand am besten verdient in der Gegend, muss man einfach sagen. Und dass die Leute nicht hinter der E-Mobilität stehen, ist wie gesagt 50-50 in dem Werk, alle schon ausgefragt. Ist traurig, ich weiß nicht, wie jetzt das angenommen wird, aber wird eine schwere Zeit für VW. Dann auch ein ganz großes Problem, der ID3 ist einfach nicht bei den Leuten der Nachfolger vom Golf bis heute gewesen, geworden, alles Mögliche. Und das wirkliche Vorzeigeprojekt ist halt von 29 auf jetzt 32 verschoben worden. Ich denke mal, das liegt ganz viel daran an der wunderbar schönen Softwarefirma, dass jetzt praktisch Rivian mit ins Boot geholt worden ist und deswegen das Auto nochmal verschoben worden ist. Das Problem ist nur, wir haben jetzt Stand 2024 September und wenn man jetzt überlegt, was in der Zeit alles so automobilmäßig passieren kann, dann ist das wahnsinnig gigantisch groß und auch wenn früher, wie hier so Matthias Müller von Tesla behauptet hat, dass die der Ankündigungsweltmeister sind, würde ich mittlerweile sagen, ist es definitiv VW geworden. ID2, ID-GTX und alles Mögliche, was kommen sollte, softwaremäßig, habe ich nicht mal angefangen. Und ich glaube, alle Leute, die mit 3.0 unterwegs sind, die werden, glaube ich, noch genau wissen, wer der Ankündigungsweltmeister ist. Ja, ich weiß, Full Self-Driving, bla bla bla. Aber in Amerika, was die da gerade abgeliefert haben, ja,
Ja, ist glaube ich besser, wie VW gerade stand, jetzt und in der nahen Zukunft sein wird. Elektroautos gerade wirklich ja gefühlt nur schlecht geredet werden, was ich sehr unverdient und traurig finde. Aus der rechten Ecke heißt immer, ja, die blöden E-Autos sind dran schuld. Aus der liberalen Ecke heißt, ja, die Arbeitskosten erdrücken in der Industrie. Und nein, die deutsche Industrie hat einfach nur den Wandel vollkommen verpennt. Fertig. Ah, ich würde sagen, gehen wir mal ein paar Jahre zurück in die Vergangenheit. Kennt von euch jemand noch den VW Futura? Da hatte praktisch VW alle technischen Möglichkeiten demonstriert, die sie gerade auf dem Kasten hat. Fahrassistenzsysteme, Abstandstempomaten, dann Spurassistenz, Navigation, Bordcomputer. Und wie gesagt, das war 1989. Ja, und noch vieles mehr, so Sitz-Gadgets, wo ein Kindersitz automatisch im Sitz mit eingebaut ist. Vor, ihr hättet 1989 ein Navigationssystem gehabt und ein Tempomat mit Abstandstempomat, also ein Abstand und ein Abstandstempomat. Hammer, oder? Praktisch ein ID.3, nur 1989 mit G-Lader. Und daran erkennt man halt einfach mal, wie innovativ VW war. Und da gab es noch unzählige Beispiele, die es dann auch gibt, ne? Aber das war mal so ein bekanntes, weil der Futura erinnert mich irgendwie immer an den ID.3. Und auch wenn immer über den Herbert Diess wirklich immer hergezogen wird, ja, die ID-Modelle haben unter der Innenraumgeschichte gelitten, aber ich muss trotzdem sagen, mir persönlich ist es relativ unwichtig. Ja, es ist viel Hartplastik, es wirkt auf den ersten Moment nicht so hochwertig, bin ich auch dabei. Software ist auch schrecklich scheiße, bin ich auch dabei. Aber was jetzt das Auto oder das Thema Auto angeht, wo praktisch VW so gefühlt 50 Millionen schon davon gebaut hat, das können sie, das beherrschen sie und das funktioniert auch. Ich habe jetzt mit meinem Auto knapp 70.000 Kilometer runter demnächst. Ich war noch nicht einmal in der Werkstatt, es ist nichts ausgeschlagen, es klappert nichts, ich fahre über Kopfsteinpflaster, alles ist fest und passt. Und auch wenn immer so die Kevin-Sprüche kommen, so wie, oh, das ist auch nicht so cool, manche verwechseln halt Materialien mit Verarbeitung. Die Autos sind absolut super verarbeitet, aber die Materialien sind nicht so gut. Ne? Also wenn jemand sagt, da ist viel Hartplastik, das ist eine schlechte Verarbeitung, das stimmt dann nicht. Und die ganzen, ja, ich sage jetzt einfach mal so Ingos, die hier es am Atombrett abklopfen und sagen, es ist ein schlechtes Auto. So ein Auto gehört halt ein bisschen mehr dazu, wie ein Atombrett, was mit Leder überzogen ist. Mal kurz zum Herbert zurück. Auch wenn immer sehr viel Negatives über ihn berichtet wird, aber ohne ihn bin ich mir ziemlich sicher, hätten wir nicht die ganzen ID-Modelle bekommen, beziehungsweise hätte das so angetreten oder losgetreten in dem Tempo, wie die anderen Leute das bei VW gehabt hätten wollen oder alles Mögliche. Ja, CARIAD ist gescheitert, hat auch nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen oder wie praktisch der ursprüngliche Gedanke dahinter war. Sieht man jetzt an Rivian. CARIAD gehört ja auch zu Audi, Porsche, Cupra, Seat und Skoda. Und ich glaube, alle Leute, selbst ein ID.5 würde ich, oder selbst die 5.0 Software, finde ich jetzt im Gegensatz zu 3.0 eine minimalste Verbesserung nur, ja, die läuft flüssig, das ist auch für mich keine Verbesserung, jetzt in dem Sinne. Aber was jetzt an Funktion und so dazugekommen ist, finde ich, ist sehr überschaubar und das könnte, müsste, sollte eigentlich noch in die Dreier reinfließen, wenigstens einige Dinge. Aber mit 3.7 ist er jetzt Schluss, wird definitiv auch nichts mehr kommen. Und over there, da brauche ich nicht weiterreden, das ist für mich alles noch Beta und wird meiner Meinung nach Stand jetzt unter CARIAD niemals funktionieren. Und da kommen wir nochmal zu den Problemen von den ID-Modellen, glaube ich, was immer so ein fader Beigeschmack ist. Punkt Nummer 1, die Optik. Viele Leute finden die Optik nicht so ansprechend für ein VW. Kann ich verstehen. Ich fand es cool, weil es halt gerade anders ausgesehen hat wie ein klassischer VW. War dann für mich ein Grund, auch ein ID.3 mir zu kaufen. Ja, dann so Elektroauto-spezifische Dinge. Ja, Over-the-Air funktioniert nicht. Die Autos haben heute, Stand heute immer noch keinen Frunk. Dann wurde Sachen angekündigt mit den Updates. Ist nie gekommen, wird nie kommen. Die Kommunikation zwischen VW und den Käufern gibt es praktisch nicht. Das ist auch ein Riesenkritikpunkt. Dann keine Akku-Vorkonditionierung, sprich, wenn du im Winter bzw. bei kälteren Temperaturen ideal schnell laden willst, gibt es nicht. Mit Autos 3.0 gibt es das einfach nicht.
ist wirklich echt schlimm, weil Stand heute, wenn jemand öfters Langstrecken unterwegs ist, würde ich niemandem mehr ein 3.0er Auto empfehlen. Weil das Laden im Münder, wie gesagt, ich knacke jetzt fast 70.000 Kilometer, ist einfach dann eine Zumutung. Ich bin letztes Jahr im Winter nach Belgien gefahren, wo es wirklich am kältesten war und ich glaube, meine erste Ladung, ich weiß nicht, müsste ich jetzt lügen, war aber nicht mehr wie 50, 60 Kilowatt. Und dann geht es so langsam mal hoch auf 70 und dann ist der Akku aber schon wieder so voll, dass er wieder runter geht. Und das ist halt wirklich, damit holen wir im Jahr 2024 definitiv kein Elektroautokäufer ab. Fertig. Und eins noch zur Software. Meiner Meinung nach, wenn man sich Tesla anschaut, sieht man, wie schlecht die anderen sind. Ankündigungen und Verschiebungen, das ist auch so ein Problem bei VW. Der ID.2, was ich hoffe, dass das Auto gut ankommt, weil optisch macht er einen guten Eindruck. Als GDI muss ich sagen, sieht er wirklich geil aus. Da gefällt er mir echt gut. Ich bin aber auch ein super Silber-Fan und sind dann bei mir schon gefühlt schon so 50%, was das ausmacht. Aber so sieht es wirklich top aus, das Auto. Das Problem ist, wir haben jetzt 24, es kommt noch ganz 25 und dann 26 kommt das Auto. Renault hat mit einer R5 schon ein Auto so in der Größe, Citroën, C3. BYD wird bestimmt auch ein paar demnächst noch liefern, da weiß ich aber jetzt nicht, da bin ich so tief drin. Und ja, der Trend geht so immer zu immer größeren Autos, aber man muss trotzdem sagen, ID.2, auch wenn es als Polo gesehen wird, aber der ID.2 ist von dem Maße so groß wie ein Vierer Golf. Und ich war im Urlaub gewesen in Albanien und da bin ich ganz oft in dem Vierer Golf mitgefahren und ich muss sagen, also ich, gut, ich bin immer so der Typ gewesen, aber ein Vierer Golf ist einfach kein kleines Auto, ist einfach ein Golf und in ID.2 wird im Raum durch Elektroauto bedingt einfach größer sein. Also hoffe ich trotzdem, dass das Auto gut ankommen wird, nur da habe ich schon mal ein Video gemacht, der ID.2 geht mit einer, ich glaube, startet mit einer 38er Batterie. Ja, dann wird er 25.000 Euro kosten. Das ist halt dann auch schon wieder super schlecht. Also, schwierig. Und dann sind wir auch beim nächsten Problem, Ankündigungen, Verschiebungen. Ich glaube, VW wird niemals die Geschwindigkeit erreichen, wie BYD oder andere Firmen das haben, weil die einfach nicht die vertikale Integration haben praktisch, die machen alles VWs auf ihren hunderten Zulieferern eingestellt. Ist natürlich von VW von Vorteil in vielen Bedingungen, aber Stand, um was schnell zu machen, ist es definitiv ein Nachteil. Und was, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz großes Problem sein wird in naher Zukunft, da gab es auch jetzt schon eine Meldung um das Batteriewerk, dass CATL da einfach so einen Vorsprung mittlerweile haben wird, dass es VW ganz schwer haben wird, dann die Preise mitzugehen, beziehungsweise im Hauptmarkt China wird es dann ganz sehr ins Straucheln kommen. Ich weiß nicht, wie die das handhaben wollen in Zukunft. Ich bin da wahnsinnig gespannt, aber es wird auf alle Fälle schwer. Zum letzten Thema, Werksschließungen und Entlassungen. Also es wird definitiv zu Entlassungen kommen und ich denke auch im fünfstelligen Bereich. Werksschließung wird, glaube ich, dann entschieden Ende des Jahres, wie das dann aussieht. Aber solche Gläsermanufaktur, glaube ich, wird es da ganz, ganz schwierig haben, weil was die kostet, was die nutzt, wird schwer werden, das zu verteidigen. Zwickau persönlich glaube ich nicht. Wenn das passieren würde, das wäre wirklich der Super-GAU für Zwickau. Umgebung im Umkreis von 50 Kilometer ist dann unvorstellbar, also wirklich unvorstellbar. Und wie gesagt, die Leute im Hintergrund werden jetzt schon alles durchrechnen. Ich verstehe auch die Leute, weil ich das die Diskussion hatte, dass Gewerkschaften sich halt jetzt intensiv dafür einsetzen werden, für was gibt es denn die Verträge und alles. Aber man muss dann halt auch mal das einfach realistisch sehen, dass VW einfach Leute rausschmeißen muss, um zu bestehen. Und ja, Klauseln gibt es in jedem Vertrag, das ist einfach so. Und ja, wie gesagt, in Zwickau wird es ganz interessant werden, was da geschieht. Ich bin gespannt. Ich hoffe persönlich, dass VW das Ruder noch rumreißt, weil jedes Mal, wenn ich, wie gesagt, meine eine alte Heimat reise
Und das sieht jetzt schon todtraurig aus, also wirklich todtraurig. Und wenn ich dann überlege, dass es VW dann einfach nicht mehr gibt, boah, unvorstellbar ist das. Also wirklich unvorstellbar. Schon daneben das große Werk, GKN, also Gelenkwelle, hat ja, glaube ich, schon geschlossen. Und boah, Leute, echt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und von daher, es werden definitiv Leute entlassen, es werden Leute raushauen. VW muss jetzt ihr Unternehmen. Ich weiß nicht, wie das in so einem großen Unternehmen möglich ist, aber ich glaube, das ist gefühlt so ein Riesentanker, der sich nur relativ langsam lenken lässt. VW muss das, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Jahren rausbekommen. Wenn nicht, dann war es das einfach gewesen. Und dann, ja, wie halt die heutige Zeit so ist. Nokia war auch mal eine gute Firma und es lief auch mal gut, aber von heute auf morgen dann nicht mehr. Und wenn du einmal in die Spirale gekommen bist, sieht es echt schwer aus. Von daher, Leute, IPD, immer positiv denken. Ich war auch nie ein VW-Freund, aber jemanden sowas wünschen, weil da echt viele Leute auch, ich kenne wie gesagt viele Leute, die bei VW arbeiten und da hängt auch dann bei denen ganz viel dran. Und ja, wie gesagt, es wurden in der Vergangenheit viele Fehler gemacht und ja, 32 Milliarden fehlen ja durch manche Sachen, aber das wird. Leute, peace out, over out, ciao.